In diesem Video zeige ich dir 7 Tipps, mit denen es bestimmt klappt, deine Barre-Akkorde endlich sauber zu greifen. Bleib dran! Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Boris Karategin von meingitarrenvideokurs.de und in diesem Video soll es darum gehen, wie du mit 7 Tipps zu einem besseren Barre-Akkordspiel gelangen kannst. Und vorweg möchte ich natürlich sagen, dass das auf jeden Fall auch Zeit dauert. Deswegen nimm dir auch die Zeit und erwarte keine Wunder, auch nicht von einem kurzen Video. Das kann natürlich nur Anregungen geben. Üben musst du natürlich selbst. Wir fangen direkt an mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 klingt sehr banal und sehr einfach, ist aber natürlich ein wesentlicher Baustein dafür, dass es überhaupt erstmal auf der Gitarre funktionieren kann. Nämlich lass die Gitarre gut einstellen oder stell sie selber ein, wenn du dazu in der Lage bist. Es gibt ja zahlreiche Videos, auch auf YouTube, wie man seine Gitarre gut einstellen kann, also seine Saitenlage einstellen kann, die Höhe der Saiten zum Bundstäbchen, den Abstand dazwischen, der ist natürlich variabel und auf gut eingestellten Gitarren ist das so, dass es relativ leicht fällt, die Saiten zu drücken. Im Anfängerbereich ist es schon so, dass man sich eher ja eine günstige Gitarre holt. Und die sind natürlich vom Werk her nicht so perfekt eingestellt in der Regel. Also das kann man jetzt auch nicht pauschalisieren, aber häufig gibt es da schon ziemlich gruselige Saitenlagen, die mir schon so begegnet sind, auch bei meinen Schülerinnen und Schülern. Und deswegen möchte ich das an dieser Stelle erwähnen. Also man kann durch die Einstellung des Halses die Krümmung etwas ändern. Dadurch kann sich auch die Saitenlage ändern. Und manchmal ist es aber auch so, dass alles nichts nützt. Und dann muss man wirklich hier oben am Sattel etwas feilen. Dann gibt es wirklich Sattelfeilen extra für, damit die ganze Saitenlage einfach niedriger werden kann. Wer sich das nicht zutraut, der sollte einfach den Gitarrenbauer seines Vertrauens aufsuchen. Ich persönlich stelle überhaupt nichts selber ein, es sei denn, es sind minimalste Einstellungen. Ansonsten gebe ich immer alle meine Gitarren zum Gitarrenbauer. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Und dann ist es so, dass ich auch weiß, ich kriege die perfekt eingestellt zurück, genau wie ich es gerne mag, weil es sonst einfach zu schwer wird, überhaupt Akkorde sauber zu spielen und Barres sowieso. Das ist dann teilweise fast unmöglich. Wenn dir dieses Video gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt und wenn du möchtest, kannst du den Kanal natürlich abonnieren. Wenn du auf die Glocke drückst, dann bekommst du jede Woche eine Benachrichtigung, dass ich ein neues Video hochgeladen habe und ich freue mich natürlich immer, wenn der Kanal wächst und an dieser Stelle nochmal danke an alle meine Abonnentinnen und Abonnenten. Vielen Dank. Tipp Nummer 2. Im zweiten Tipp geht es darum, die richtige Daumenhaltung zu finden. Also ich sehe immer wieder Leute, die den Daumen relativ weit oben haben und dann irgendwie Barre spielen wollen. Also wenn man das mal selber versucht, irgendwas zu greifen und hat den Daumen oben, so kann ich zwar Druck aufbauen, ich kann aber keinen Druck in meinem Zeigefinger wirklich aufbauen. Ich brauche schon gegenüber von meiner Druckkraft des Zeigefingers hier, brauche ich einen Gegendruck. Und das müsste dann der Daumen sein, weil ein anderer Finger ergibt sich einfach nicht an der linken Hand. Und es ist halt so, dass man dann wirklich den Barre am besten greifen kann, wenn der Daumen tatsächlich auch gegenüber ist. Also je nachdem, wo ist der Daumen wirklich in der Mitte des Halses und erzeugt hier eine richtige Gegenkraft direkt gegenüber und nicht irgendwo, vielleicht ein bisschen oberhalb, also jetzt Richtung Himmel tatsächlich, um einfach wirklich einen optimalen Druck aufzubauen. Das hängt ein bisschen von der Dicke des Halses ab und auch von der eigenen Hand und da kommen natürlich noch viele Faktoren zusammen und trotzdem sollte der Daumen relativ weit runter sein. Tipp Nummer 3 habe ich reingenommen, weil ich das immer wieder sehe, dass manche Gitarristinnen und Gitarristen den Zeigefinger völlig sinnlos weit überstrecken. Also sie greifen dann den Zeigefinger so weit rüber, dass er hier oben übersteht, mehrere Zentimeter sogar, und dann wird probiert zu greifen. Das kann zwar noch funktionieren, aber es wird wirklich schwierig. A, habe ich keinen optimalen Kraftaufbau mehr, weil
weil ich dann nicht mehr dieses Gepresste habe, sondern etwas versetzt pressen müsste. Das ist natürlich direkt wieder anstrengender. Und das Problem ist, dass man hier im Finger an diesen weichen Stellen, also wo die Gelenke jetzt nicht sind, natürlich auch nicht ganz so viel Kraft aufbauen kann, weil er einfach eine weiche Stelle ist. Und wenn ich den Finger ganz weit rüber lege, dann ist diese ganze weiche, fleischige Stelle hier unten auf den Seiten unten drauf. Also nur das anspielen, was du auch wirklich brauchst und nicht mehr. Tipp 4. Und da kommen wir auch direkt fließend zu Tipp 4, nämlich spiele mit dem Zeigefinger, also mit dem Barré-Finger, auch nur das, was du wirklich brauchst. Das sehe ich häufiger, dass der Zeigefinger noch Saiten mitspielt, die gar nicht benötigt werden. Wozu? Das ist unökonomisch und macht irgendwie aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Also dann wird die E-Saite noch mitgegriffen, obwohl ich eigentlich zum Beispiel ein D-Moll spiele, wo der Grundton auf der A-Saite liegt. Und warum sollte ich jetzt die ganze Kraft noch aufbringen müssen, diesen Finger bis dahin zu legen? Macht aus meiner Sicht keinen Sinn und schon wieder stimmt auch unter Umständen das Verhältnis nicht richtig hinten vom Kraftaufbau her. Deswegen nur das greifen, was auch nötig ist. Und denk dran, bei kleineren Barrés, also wo der Finger vielleicht nur zwei Saiten überbrücken muss, meinetwegen so ein A-Dur-Akkord. Da muss der Finger natürlich auch nicht alles abdrücken, was nicht gespielt wird. Wozu? Also da laufe ich ja nur Gefahr, dass hinten wieder dieser eher fleischige Teil hier nicht richtig greifen kann oder nicht genug Kraft aufbauen kann, nicht hart genug ist eigentlich, um das wirklich hinten zu drücken. Viel einfacher ist es dann, nur das abzudrücken, was auch benötigt wird. Tipp Nummer 5. In Tipp Nummer 5 geht es darum, welche Position mein Finger innerhalb des Bundes haben sollte und mit welcher Fläche ich am besten abdrücke. Also immer wieder sehe ich es ja auch, dass einfach gerade abgedrückt wird. Das kann ich zwar auch so vorführen, ist aber total schwierig umzusetzen, wenn man damit anfängt. Und es ist auch die Frage, an welcher Stelle ich hier innerhalb des Bundes bin. Also bin ich am Anfang meines Bundstäbchens, ist es natürlich weniger kraftaufwendig zu drücken, als wenn ich schon wieder weit weg bin. Und unter Umständen hört sich es dann so an. Also, eine Idee von mir ist auf jeden Fall, seinen Zeigefinger mal auf das Bundstäbchen zu legen und dann zum Sattel hin, also zum Kopf hin, der Gitarre einfach abzukippen. Also ich lege meinen Zeigefinger gerade auf das Bundstäbchen und kippe ihn etwas zur Seite. Also ich drücke gar nicht mit der geraden Fläche, sondern ich drücke mit der Kante. Und das ist das Entscheidende schlechthin beim Barré-Spiel. Das sieht man so gar nicht. Das merkt man eigentlich nur daran, dass die Leute das merkt man eher nur daran, dass der Winkel des Arms es ein bisschen verrät, dass nämlich eher so auf die Kante gelegt wird, der Druck. Es sieht gerade aus, aber ich drücke gar nicht gerade, sondern ich drücke wirklich mit der Seite, weil hier viel weniger Fleisch ist und viel mehr Knochen und ich so viel härter drücken kann und dann klappt das auch mit dem Barré. Und letztendlich gibt es hier, wenn ich vom Bundstäbchen runterrolle, entsteht so eine kleine Wölbung. Manche sagen auch, das sieht ein bisschen aus wie ein C, also eine C-Wölbung, ja, weil es sich so ein bisschen hier hinwölbt. Da kann natürlich auch jeder Finger ein bisschen anders aussehen und jede Hand. Das ist nicht schlimm. Entscheidend ist aber, dass du nicht ganz platt deine Finger drauflegst, sondern eben leicht kippst. Und das ist ein ganz starker Tipp,
Das ist alles relativ anstrengend am Anfang. Nimm dir also Zeit. Also es ist ja nicht umsonst so, dass Klassikgitarristen ja so sitzen. Weil ich so natürlich einen optimalen Winkel habe, toll zu greifen. Sieht nur nicht so ganz so cool aus. Und ich mache es auch nicht, ich zeige es auch nicht so. Ich habe es mir angewöhnt, so zu machen. Es ist aber trotzdem so, dass ich schon merke, dass ich meinen Arm jetzt nicht mehr so stehen lassen kann, weil mir einfach die Höhe fehlt und ich den jetzt so ein bisschen hier ranholen muss zu mir. Und dieser Winkel verändert sich natürlich, wenn ich zum Beispiel in F oder in A ein Barré spielen möchte. In F ist dieser Armwinkel natürlich schon sehr anstrengend. E, A, B. Irgendwann geht's dann, irgendwann bin ich dann doch schon wieder parallel zu meinem Arm. Aber hier gehe ich ja so in so einen 45-Grad-Winkel sogar. Und das ist natürlich schon sehr, sehr anstrengend, da dann noch wirklich die Kraft aufzubauen. Ich komme nicht hinter meinen Daumen und hinter meine Hand. Auch mein Tipp an dieser Stelle, vielleicht lieber erstmal mit einem A-Dur üben, als direkt mit einem F-Dur. Das Problem ist halt häufig, dass Stücke in C-Dur zum Beispiel geschrieben sind. Kommt halt F-Dur und G-Dur drin vor. Den G-Dur kann man natürlich noch offen spielen. Den F-Dur kann man dann nicht so richtig offen spielen. Den braucht man schon als Barré. Dann gibt es natürlich noch den Mini-Barré vorher zum Üben. Den fand ich aber persönlich auch nie einfacher als den großen Barré. Es ist ein bisschen schwierig, direkt den F machen zu müssen. Also einen der schwersten Akkorde schlechthin muss man irgendwie direkt zum Anfang irgendwie mitlernen. Das ist ein bisschen fies. Und um aber Kraft aufzubauen und erstmal um ein bisschen zu trainieren, schieb den doch einfach erstmal in den fünften Bund zum Beispiel und üb den da als A-Dur. Und dann kannst du ihn einfach mal so ein bisschen beliebig rumschieben und versuchen, überhaupt erstmal ein bisschen Kraft aufzubauen. Das dauert ein bisschen. Und Kopf hoch, das klappt irgendwann auf jeden Fall. Zum Abschluss habe ich noch einen Tipp, und zwar, wenn du eine Akkordfolge spielst, nehmen wir mal als Beispiel A-Moll, G-Dur, F-Dur, wieder über G-Dur zum A-Moll. Vielleicht ist es dir aufgefallen, ich entlaste zwischendurch einfach mein Handgelenk. Also auch ich könnte jetzt nicht 2 Stunden ein Unplugged-Konzert spielen und die ganze Zeit nur Druck auf mein Handgelenk haben. Da würde mir auch wirklich zwischendurch die Hand abfallen. Das ist echt anstrengend. Ich probiere bei so einer Akkordfolge die Hand zwischendurch beim Umgreifen wirklich zu entspannen. Ich spiele den Akkord, entspanne. Kurz, geh rüber, spiel den nächsten Akkord, entspanne, geh rüber, drück wieder, entspanne. So, und so probiere ich das ein bisschen so anzupassen, dass man das in der Rhythmik gar nicht hört. Ich würde mich super freuen, wenn du mir einen Kommentar unten da lässt und vielleicht mal als Anregung die Überlegung, wie hast du dir denn das Barré-Akkordspiel jetzt beigebracht? Kannst du es schon? Was klappt von den Sachen, die ich gezeigt habe? Was klappt nicht? Oder hast du vielleicht noch eigene Ideen, bessere Vorschläge? Ich bin total gespannt.